So, da habt ihr gerade gesehen, ich wurde tatsächlich von jemandem gerettet und jetzt können wir zurück zum Dungeon. Ich habe nämlich im Dungeon abgespeichert und jetzt machen wir weiter hier im Feuerberg E4. So, und du setzt dein Abenteuer fort. Genau, wir haben sogar ein Item bekommen. Ich weiß nicht, ob ich das noch mit rein zeige, aber ich habe einen Mini-Belebersamen bekommen. Das ist super. So, und jetzt möchte ich gerne schauen, dass ich nicht in ein paar Gegner reinrenne und deshalb spiele ich jetzt etwas vorsichtiger. So, wir sammeln das auf und gehen weiter. Auf dieser Ebene waren irgendwie gar keine Gegner. Finde ich aber besser so. Oh nein, das ist nicht euer Ernst. Sonniges herrscht, sonniges Wetter. Bei dieser Wetterlage steigt die Stärke von Feuerattacken, während die Stärke von Wasserattacken sinkt. Das ist ja eigentlich egal für mich persönlich. Jetzt gegen das Vieh hier. Ich setze mal Egelsamen ein. So, Pikachu wird das meiste machen für mich. Und ich muss noch mal gucken, wie der Team Beleber Orb funktioniert, weil das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Komm, kill es. Nice. Hä, was? Ah, Pikachu! Pikachu kriegt einen Level Up, Level 16. Das ist doch gut. Okay. Wir müssen vorsichtig gehen, wie gesagt. Hier oben ist nichts, also ja, wortwörtlich nichts. Kommt einer? Nein, der geht gerade weg. Okay, super. Dann gehen wir mal nach unten, würde ich sagen. Renn schnell zur Treppe. Schubsen dich weg. Geht nicht mehr. Warum geht das nicht? Doch, man kann. Man kann Gegner wegschubsen. Aua. Weiter. E6. Aber wir nehmen das hier. Greifen ihn an. Bam! Crit! Bam! Oh nein. Pass auf, Pikachu. Rasierblatt! Komm, als ob es noch lebt. Oh Gott, pass auf, Pikachu. Bam! Gut gemacht. Unten kommt einer. Den können wir, glaube ich, nicht. Dem können wir, glaube ich, nicht ausweichen. Deshalb greifen wir einfach an. Der wird wahrscheinlich mit. Oh Gott. Okay. Ich dachte, der macht irgendwas krasses, aber macht er nicht. Da oben schläft ein Pokémon, weil das bewegt sich ja nicht. Lass wieder lieber zurück. Lass lieber zurück. Wir müssen sonst gegen den kämpfen, das habe ich jetzt keine Lust zu. Ja, du nimmst das Geld da auf. Wir nehmen einfach hier, zack. Okay, funktioniert nicht, aber die Falle ist schon wieder vorbei. Okay. lass uns lieber hier lang gehen. Und als ich gesagt habe, das ist einer der besten Soundtracks, Mount Thunder, wo Zapdos war, ist natürlich auch einer. Den habe ich halt nur nicht erwähnt gehabt. Oh nein, ich weiß, oh nein, stark gesunken. Oh oh, das ist nicht gut. Aua. Bam. Bam. Oh, zweimal hintereinander. Das passiert auch manchmal, das habe ich noch nicht erklärt. Aber das kann auch manchmal passieren, dass man zweimal hintereinander angreift. Das ist natürlich dann richtig geil in diesem Moment gewesen. Zack. Zack. Bam! Oh! Natürlich nehmen wir die mit. Wir lassen dafür mal einen ganz normalen Samen nieder. Ich mache mich wieder neutral und gehen weiter. Diesmal wollen wir es schaffen. E7! Sonnig ist es. Sieht man auch, wie hell es auf einmal wurde. Wir gehen nach oben. Oder war das so klug? Doch, eigentlich passt. Ach so, nein, ach, das war dumm. Ich wollte doch unten. Nee, das wäre auch dumm gewesen. Ach, ich hätte A drücken sollen. Tut mir leid. Komm, kill es einfach bitte. Nein, nein. Yes, yes, es ist down. Oder? Nicht? Jetzt aber. Okay. Unten kommt einer, deshalb rennen wir von dem weg. Pikachu kriegt leider hin und wieder mal Damage. Das nehmen wir mal mit. Die sind tatsächlich gar nicht mal so schlecht, wie ich es eigentlich vermutet habe. Die kann man nämlich sehr gut benutzen für zum Beispiel Supergegner. Oder auch Bösse. Ja. Pass auf. Oh mein Gott, Pikachu! Bam! Okay. Pass auf, Pikachu. Leider brennt er, aber ich habe nichts, das ich ihm geben kann, glaube ich. Nee, das ist nur Gift. Es tut mir leid, Pikachu. Ich kann dir momentan nichts geben, was dir da helfen würde. Oben kommt ein Gegner, Pikachu. Bitte ignorieren einfach. Was? Ah, da mit dem Schlammbart ist einer. Oh, lol. Pikachu, nein, hör auf.
Wir gehen nach unten. Yes. Also nehmen wir das Geld auf. Und da unten ist noch ein Item. Oh nein, Pikachu, bitte nicht. Nicht kämpfen. Oh nein. Komm, weiter geht's. Einfach weiter. So, nehme ich überhaupt noch auf? Ich nehme auf. Ja, ich nehme auf. Okay. Ich muss nur mal nachschauen. Eine Sinelbeere. Wollen wir die fressen? Ich werf sie mal. Okay, das hat nicht viel gebracht. Ich wollte sie eigentlich Pikachu zuwerfen, damit er die sofort nehmen kann, aber hat er nicht gemacht. Nicer Crit. Was ist das denn eigentlich hier? Schleimkost. Bei Verzehr fühlt sich der Magen etwas. Allerdings verursacht sie auch negative Zustände. Deswegen sollte sie nur... Okay, das ist also... Sinelbeere ist schlecht. Alles klar. Verstanden. Ekelsam. Nice. Schlammbart. Komm schon, stirb. Wir müssen richtig aufpassen, was wir machen hier. Nee. Wir müssen Pikachu das essen lassen, aber egal. Pikachu ist ja eh nicht immer am Brennen, merke ich gerade. Deshalb nicht so schlimm. Wir brauchen so ein Neutralfeld. Das wäre ganz wichtig. Oh nein, nicht du noch schon wieder, ey. Hau ab, du Blödmann. Bam! Bam! Down, natürlich geht's down. Oh, nice, Neutralfeld, super. So nenne ich die jetzt einfach mal, ist mir egal, wie sie heißen. Und dann kommt einer, deshalb gehen wir nach unten. Pikachu, wir gehen nach unten. Hier ist die Treppe, perfekt. Bam! Crit! Oh, oh, ja, kann das gleich aber auch. Aber wir critten und haben... Wir müssen tauschen. Pikachu, ich kann nichts machen, du. Pikachu, ich kann nichts machen. Ah doch, ich kann Rasierblatt einsetzen. Warte, wie weit geht Rasierblatt? Das ist ja richtig stark. Okay, komm weiter. Wir gehen weiter. E9. Nein, da ist wieder ein Vieh. Oh nein, es geht nur auf mich. Ich wollte gerade eine Sinelbeere fressen. Pass. Jetzt kann ich mich ein wenig recken, während wir auf der Suche sind nach der Treppe. Hier ist sie nicht. Gehen wir mal hier lang, auch wenn da gerade ein Gegner kommt. Den machen wir fertig. Ist mir gerade egal, ich fühle mich gerade etwas besser. Bam! Ich hätte nichts sagen sollen. Das ist übrigens mein letzter Belebersamen. Den habe ich ja bekommen von dem Retterteam. Vielen Dank nochmal an euch, ey. Auch wenn ich euch nicht kenne, ne? Ja, ich muss Rasierblatt einsetzen. Aber das regelst du, ne? Oh, 40, ey. Ja, Pikachu regelt. Oh, weiter, 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 einfach weiter, einfach weiter, ist egal, einfach weiter. E10, ist es vorbei? Nein, natürlich nicht. Und es ist Dürre. Nee, Sonic. Ich habe unten was anderes gelesen. Okay, egal. nein. Tschüss. Igelsam, bitte. Oh, verfehlt. Ja, yes, Pikachu greift mit an. Bam. Nice. Oh, oh, da kommt noch einer. Ich sollte Pikachu helfen. Pikachu, greif du an, bitte. Oh nein. Geh so hin. Oh nice, gut gemacht. Soll ich Pikachu ein Heil-Item geben? Was? Ich bekomme langsam Hunger. Okay, das regeln wir kurz. Ich esse einfach schnell einen Apfel. Ja, ich. Zack. Dann kommt dann Pokémon auf uns zu. Gegen das müssen wir kämpfen. Okay, verdammt. Kann ich, habe ich nicht ein Heil-Item? Nein. Habe ich nicht. Gehen wir nach unten. Dann können wir nämlich Rasierblatt spam. Oh, natürlich verfehlt es. Oh, da war eine Falle. Die dürfen wir natürlich nicht auslösen. Da kommt ein Pokémon auf uns zu. Wir rennen weg. Pikachu, Pikachu. Pikachu, bitte. Ich hab dir doch gesagt, wir rennen weg vor solchen Typen. Oh Mann, jetzt müssen wir gegen den kämpfen. Pikachu, ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt, Pikachu, selber schuld. So, jetzt müssen wir extremst vorsichtig sein, ja. Da kommt ein Pokémon auf uns zu. Ich ignoriere es, auch wenn es mich targetet. Verdammt. So.
Treppe. Yes! Das Ende? E11, nein! Oh Gott. Oh nein. Ich muss gegen das Defi kämpfen, oder? Belebt alle kampffähigen Teammitglieder, aber Vorsicht, Pokémon, die nicht den Haupt... Ja. Pikachu, hilf mir mal. Ich brauche Hilfe, Pikachu. Danke. Oh nein. Pikachu, bitte. Bitte, Pikachu, bitte. Danke. Was ist da hinten für... Das ist Geld. Egal, wir nehmen es trotzdem mal mit. Unten ist gerade nichts, deshalb spuren wir mal etwas vor. Zack. Oh, doch, da ist was. Ich spamme es vor mit Rasierblatt, bevor es hier ist. Bam. Oh, ich krieg Angst. Igelsam. Pikachu, greif an. Hast du keine AP mehr, oder was? Okay, das regeln wir, Pikachu. Das regeln wir. Trinken. Wer braucht dann... Oh, Elektrobar und Mogelhieb, beide. Okay. Wir trinken einfach ganz viel davon. Da kommt nämlich gerade noch ein weiteres Pokémon auf uns zu. Das machen wir auch schnell. Zack. So, noch eins für mich, damit mein Rasierblatt funktioniert. Zack. Okay. Der Gegner kann auf uns zukommen. Bam! 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 Und irgendwas... Hat irgendwas bekommen. Okay, egal. Und dann kommt noch einer. Egal, wir spammen ihn einfach voll. Er macht irgendwie nichts. Finde ich gut. Oh nein. Okay, gut gemacht, Pikachu. Okay, jetzt ist gut. Immer AP-Dinger benutzen. Immer alle aufsammeln. Das ist wichtig. Okay, push, push, push ist gut. Vor allem für mich. Bam! Nice! Gut gemacht, Pikachu. Pass auf, er pusht sich. Und Crit! Nice. Hier sind zwei Items. Ein Schlafsamen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die funktionieren, aber ich glaube, man schmeißt die auf Gegner und dann schlafen die ein. Weil die das dann aufsammeln, wie Idioten. Einen Moment, bevor wir da durchgehen. Okay, geht nicht, egal. Weiter. Ist das Ende? Nein, E12. Wie lange geht denn das? Das muss doch mal zu Ende sein hier. Oh Gott. Oh, da kommt einer. Komm, Pikachu. Wir fighten. We fight like real men. Haha, bam! Da geht er down, oh nein. Pikachu? Wir sollten nicht kämpfen gegen so viele Gegner. Das ist nicht gut. Obwohl, dann können wir uns schon mal... können wir uns schon mal bereit machen für den Boss gleich. Denn ganz oben an der Spitze des Berges gibt es einen Boss. Wer es ist, sage ich aber nicht. Das werdet ihr dann schon selber sehen. Lass mich mal vor, Pikachu. Ich möchte gern vorgehen. Da ist die Treppe. Doch sie wird bewahrt von einem Mibitag, der zufällig auf mich geht. Doch ich setze Egelsamen ein und Pikachu macht ihn down. Aua! Verdammt! Kill ihn! Nice! Weiter, weiter, weiter! Yes! Oh nein! Okay, wir haben die Spitze erreicht. Jetzt nur noch ein paar Örtchen, dann sind wir da. Achso, gelagerte Items. Nein, nein, ich will schon lagern. Sorry. Ich muss meine ganzen Samen wegschmeißen. Hier, Schlafsamen. Ganz kurz gucken. Wird auf einen Gegner geworfen, wird dieser für eine Weile den Zustand Schlaf versetzt. Okay. Beide wegwerfen. Ja. Okay. Na komm, machen wir einfach weiter. Machen wir weiter. Let's go. Obwohl, warte. Ich speichere lieber noch mal kurz ab, oder? Geht das? Kann ich noch mal schnell abspeichern? Ah, nee, das ist dann noch zum Menü gehen. Nee, egal. Komm, machen wir weiter. Yes. Feuerberggipfel. Es ist also jetzt E13. Oder halt Feuerberggipfel 1. Wenn man so will. Oh nein, bitte nicht. Das ist doch nicht euer Ernst. Oh, Pikachu von der anderen Seite angreifen. Das wusste ich nicht. Perfekt. Egal. Dann ist gut. Oh nein, eine Schwindelfalle. Oh oh. Komm schon, hör auf. Da kommt ein Gegner. Pikachu, ich brauche Hilfe. Da kommt ein Gegner auf mich zu. Es ist ein Arcani! Heilige Bim-Bam, Alter. Das ist nicht gut. Geh down. Oh, oh, oh mein Gott.
Oh meine Güte. Das gibt es doch nicht. Nein, nein, nein. Da verfolgt uns jemand. Wir ignorieren ihn aber. Oh Gott, da kommen zwei. Ein Arcani. Ein Arcani! Verdammt, nein, warum verfehlt? Oh nein, Brilla. Egal, Rasierblatt kann ich von hier hinten einsetzen. Es ist down. Ey, Pikachu macht so viel Damage. Das finde ich voll nice. Weiter geht's, weiter geht's. Wir müssen zum Boss. E14. Und da pushen wir uns so krass, wie es geht. Na okay, vielleicht nicht so krass, wie es geht, aber... Oh nee, Galoppa nicht. Bitte, hau ab, Galoppa. Oh nein, hau ab. Nein, warum verfehlen wir? Oh nein, ich bin tot. Nein, ich bin tot. Aber wir waren beim Gipfel. Wir sind beim Gipfel angekommen. Das ist ein Checkpoint. Ich bin mal überlegen, ob wir uns umbringen. Also ob ich mit Pikachu jetzt sterbe. Wir sind nicht so weit gekommen, deshalb ist es eh egal. Versand und Slobili. Das können wir eigentlich machen. Dann können wir unsere ganzen Sachen kurz lagern. Ich glaube, das mache ich sogar. Weil ich werde den Boss nicht alleine schaffen. Ohne irgendwen. Ja, ich mache das. Ich bringe mich kurz um und dann machen wir das. Und ignoriere. Ich sag dazu nichts mehr im Hintergrund. Das macht es nur alles schlimmer. Ja, wir benutzen das einfach. Das ist mir gerade egal. Willkommen in der Snobilikat-Bank. Ich weiß, ihr seid auf der Flucht, aber ich werde euch trotzdem helfen. Oh, das ist nett. All mein Geld kannst du nehmen. Danke. Reicht. Okay. So, und jetzt noch schnell unsere Items wegwerfen. Und dann. Dann, werde ich mich wohl, ne? Suizidusen begehen tun und so. Ja, hübsche Box können wir leider nicht tun, mit tun, aber das ist mir gerade egal. Zack. Alles weg. Oh Gott. So, wir versuchen es noch ein wenig, aber ich werde jetzt eh sterben. Ja, man sieht's. Ich werde sterben. Okay, den habe ich noch gekillt. Was gibt's hier oben noch? Eine TM? Mit TMs können Pokémon auf der Stelle eine neue Attacke lernen. Nach Gebrauch gehen sie jedoch zu Bruch und verschwinden. Was ist denn für eine Frustration? Ja, lohnt sich nicht. Egal. Dann ist egal. Ich werde sterben. Ja, seht ihr? Ich hab's gewusst. Das schafft man nicht alleine. Nein, diesmal nicht. Ja. Ja, ja, ich weiß. Aber ihr seht, wir sind direkt wieder hier. Das ist schief gelaufen. Aber wir waren dem Ziel ganz nah. Geben wir noch einmal unser Bestes. Das stimmt, Pikachu. Das stimmt. Wir haben Königslagern, ich wollte gerade sagen. Wir nehmen aber jetzt ganz, ganz viel mit. Was? Hä? Okay. Hm? Okay, verstehe ich jetzt nicht. Nehmen wir mal einfach alles mit. Das können wir alles bestimmt noch gebrauchen. Das können wir gebrauchen. Was macht das? Ja. Passt. Was haben wir jetzt alles? Okay. Wir haben aber keinen Apfel. Aber ist ja nicht so weit. Haben wir denn eine Sinelbeere haben wir. Und nichts zum Wiederbeleben. Und unser Geld haben wir schon gelagert. Die Brocken können wir noch mitnehmen. Die nehmen wir mit. Nein. Doch, wir haben hier noch Apfel. Na, im Moment, das ist doch... Nee, entnehmen. Ja, wenn es entnehmen ist, dann nehmen wir das hier auf jeden Fall noch mit. Ja. Was ist das nochmal? Gift und Schwervergifte. Das ist ja nicht ganz so wichtig. Die müssten wir noch mitnehmen. Die wären mir wichtig mitzunehmen. Okay. Das vielleicht auch nochmal. Aber vielleicht nicht nur eins, sondern zwei. Und dann reicht. Ja, reicht.
ich bin bereit. Ja, ich möchte weitergehen. Jetzt werden wir nicht sterben, Leute. Und ich werde mit dieser Samen gehen. Und ich kann mich ja auf Pikachu verlassen. Ich achte erstmal auf die Gegner. Wir gehen jetzt taktisch vor. Für diesen Dungeon. Zumindest nur für diesen Dungeon. Oh nein, Akani. Pikachu, folge mir. Pikachu! Ich muss mitkämpfen, oder? Oh mein Gott, Pikachu, bitte, komm. Kommt einer auf uns zu. Schon wieder. Pikachu, bitte! Oh, Pikachu ist so stark! Warum ist mir das nie aufgefallen? Ich spamme mit Rasierblatt. Nice, Pikachu, nice! Das finde ich gut. Pikachu, komm, bitte! Ignoriere die anderen einfach, das ist so egal! Oh nein, bitte nicht. Das ist nicht euer Ernst. Jetzt kommen zwei auf einmal, oder was? Nee. Nein. Ich krieg Level ab. Oh, okay. Immerhin. Level 21. Lockduft. Das senkt mit einem süßen Duft den Ausweichwert aller Gegner im Raum und lernt manchmal ihre Mägen. Nein. Können wir momentan nicht gut gebrauchen, du. Bitte hilf mir, Pikachu. Bitte hilf mir. Igelsam. Gib mir dein Leben. Hä, warum zweimal? Das bringt da in dem Moment nichts. Oh, Crit! Yes! Nach oben. Ich würde sagen, nach oben. Yes. Ist egal auf das Item. Ist egal. Weiter, 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 weiter. Okay, hier sind wir stehen geblieben. Zurück an Ort und Stelle, so gesehen. Wir sollten da nicht lang. Ich greife es trotzdem mal an. Oder sollten wir da wirklich nicht lang? Doch, wir sollten da wirklich nicht lang. Glaube ich. Ne, wir sollten nach rechts. Rechts ist nämlich nichts. Gerade. Also kein Gegner. Ja, hier ist richtig. Okay. Was haben wir hier? Geld? Komm mal mit, Pikachu. Oh, perfekt, perfekt, perfekt. Nein, 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 nein. Wir brauchen das Abhi-Ding und dann gehen wir in die Treppe. Wir killen noch schnell Akani. Yes, nice. Warum nimmst du es nicht auf? Oh, nein, 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 nein. Egal. Scheiß drauf. Wir haben eh noch welche. Oh, nice. Deshalb wolltest du gegen den kämpfen, Pikachu. Für ein Level Up. Okay, dann ist gut. So. Bitte sag mir, das war's. Yes. Und da sind wir. Am Gipfel. Ist er das? Der Gipfel vom Feuerberg? Dieser Ort ist wirklich beeindruckend. Selbst für einen Vulkan ist, hast du enorm viel Lava. Das hängt bestimmt mit Naturkatastrophen zusammen. Au, das ist ja wie in einem Ofen. Ich werde geröstet. Ich möchte nicht länger als nötig an diesem gefährlichen Ort sein. Beeilen wir uns. Halt! Was passiert? Was ist das? Es ist so dunkel geworden. Ich höre die Schreie des Berges. Er schreit vor Schmerzen. Jemand verursacht dem Feuerberg unsägliche Pein. Seid ihr das? Wie? Das verstehst du gar nicht. Das ist ganz falsch. Wir haben damit nichts zu tun. Wir sind hier nur auf der Durchreise. Der Zorn des Berges ist mein Zorn. Ich bin Lavadas, die Verkörperung des Feuers. Keine Gnade jenen, die den Berg entweihen. Macht euch auf etwas gefasst. Oh shit, wir kämpfen gegen Lavados. Wir werden erstmal Versteinerung, Erstarrzweig, Wandelzweig. Wir setzen das mal ein. Schwingen. Bam. Hat das gebracht? Ich weiß es nicht. Okay, verdammt. Wir pushen uns erstmal, würde ich sagen. Wir haben noch Brause. Wird sie von einem Pokémon getrunken, erhöht sich die Stärke. Eine ausgewählte Attacke. Warte, ich muss erstmal gucken, welche Attacken denn... Okay, Schlammbad ist gut. Okay, dann machen wir das auf Schlammbad. Oder warte, was ist mit Pikachu?
Oh, Elektroball. Okay, dann machen wir das mit Pikachu. Trinken, Pikachu, Elektroball. Zack. Das ist nämlich dann sehr effektiv. Verfehlt. Das gibt's nicht. Oh. Scheiße, er greift uns beide an. Oh Gott, das soll ich lieber mit mir zusammen hätte machen tun. Oh nein, ich bin tot. Ich hab verloren. Ich hab verloren. Ich schaff das nicht alleine. Nee, ich schaff das nicht alleine. Nee. Scheiße, meine Items. Ach, kack auf die Items. Wir müssen nochmal neu machen. Wie viele Items verlieren wir denn? Du hast Items und Geld verloren. Wie viel denn? Alles? Nicht alles. Sind sie ganz nah. Was haben alles verloren? Alles. Nein. Wir haben alles verloren. Oh mein Gott. Das ist nicht deren Ernst. Was soll ich denn machen? Okay, das ist mir jetzt gerade ein Rätsel, wie wir durchkommen sollen. Das ist ja... Das ist richtig schwer. Bockschwer, ey. Okay, eine Truhe, aber ob wir die überhaupt öffnen können? Ich freue mich da nicht zu früh, du. Wir haben alles verloren. Ich dachte, wir verlieren die Hälfte und nicht alles. Das haben die aber wohl auch geändert, oder? Das war früher auch so. Ist auf jeden Fall echt scheiße. Super, super, super. Na toll. Kill es. Kill es, ja. Bam. Als ob. Ja, 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 ja. Okay. Wir gehen hier lang. Ich schmeiß auch. Ignoriert uns. Finde ich nicht okay. Komm her. Pikachu, du solltest vielleicht vorgehen. Okay. Gehen wir einfach weiter. Aber ja, Lavados herrscht hier auf diesem Berg. Was nicht unbedingt gut für uns ist. Egelsamen. Wir haben all unsere Items verloren. Das ist natürlich sehr bitter. Wir haben so viel gehabt. Aber dann werden wir das wohl demnächst neu farmen können. Also, das heißt, wenn wir jemals wieder nach Hause können. Wir wissen es ja nicht. Vielleicht kommen wir nie wieder nach Hause. Können nie wieder Aufträge machen. Nie wieder irgendwas machen. Das wäre doch blöd. Aber das kann sein. Ich meine, wer hat denn gesagt, dass das nicht so sein wird? Wer hat denn gesagt, wir werden irgendwann wieder nach Hause können? Also die haben es gesagt, aber... War das nicht vielleicht nur Wunschdenken? Naja, wir werden es demnächst erfahren. Pikachu, bitte greif an. Ich kann doch nichts machen, Pikachu. Du kannst dich nicht auf mich verlassen. Die sind alle effektiv gegen mich. Du bist der Einzige, der was machen kann. Ich werde auch mit dir den Kampf machen. Gegen Lavados. So, bam. Ein Volltreffer war das, super. Oh, 60. Wir hätten mehr ins Dojo gehen sollen. Nimm die Steine noch mit. Und weg. Da kommt ein Gegner, ich weiß, aber egal. Wir haben die Steine noch mitgenommen und gehen weiter. Auf zum Boss. Skip. Hm, vielleicht ist Lavados ja gar nicht da. Lass uns hier leise vorbeischleichen, sagen wir noch die Möglichkeit haben. Das denkt ihr euch wohl auch, ne? Niemals. Ja, schon wieder. Keine Gnade jenen, die den Berg entweihen. Du verstehst nicht, wir sind doch nur... Ja, warte. Wir sind doch ohne jede Bedeutung. Macht euch etwas gefasst. So, ich werde mit Pikachu angreifen. Zuweisen, das kann dann dieser Samen schon einsetzen. Warum setze ich Mogelieb ein? Kann ich näher rangehen oder wie? Ich glaube, ich kann so mich näher ran. Aua. Blöd, Mann! Elektroball! Okay, das macht gut Damage. Dieser Samen greift mit an. Nicht so viel, aber. Oh, verfehlt! Weg da, piss dich! Oh mein Gott. Weiter, 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 immer weiter, Leute. Immer weiter.
Der kann doch nicht mehr so viel Leben haben, oder? Ich bin tot. Alter, ist das schwer. Das gibt's doch nicht. Igelsamen. Nice. Ja, natürlich macht er mir so viel Damage. Schlammbart. Ja, super. Wir sehen uns wieder beim Lavalos-Kampf. Oder wenn mal was passiert. Ich spul vor. Verdammt, ist das schwer! Warte, was? Wir greifen ja gar nicht mal an. Haben schon verloren. Verdammt. Pisasam ist tot. Heilige Scheiße. Ich bin tot. WTF! Pikachu lebt wieder? Yes, er wirft einen Stein! Nein! Yes! Nein! Ich bin tot. What the fuck? Super. Das ist nicht der Ernst. Oh, Level Up. Level 22.
Immerhin, I guess. WTF, Junge. Okay, Level up. Donnerwelle. Mir fällt gerade so auf, ich könnte doch theoretisch, wenn ich will, Elektroball und Donnerwelle in einer Attacke packen. Was würde denn dagegen sprechen? Ich könnte es doch machen. Frage ist nur, soll ich das machen? Eigentlich schon, oder? Ich werde es mal versuchen. Ich werde es versuchen, ja. Was heißt zuweisen? Okay, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Verlinken. Das da mit dem da. Nee, andersrum. Nein, 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 andersrum, andersrum. Erstmal Donnerwelle und dann Elektroball. Ja. Okay, Donnerwelle hat jetzt Elektroball in sich. Ja. Okay. So, Zuweisung auf. Achso, nee, nicht aufheben. Das soll schon zugewiesen werden. Soll ich ignorieren war. Keine Lust auf dich. Ey, wo ist denn der Raum? Ah, hier. Okay. Okay, auf zum Boss. Wieso haben wir den wiederbelebt? Ist echt verdammt schwer. Ich bin schon fast 10 Mal hier gestorben oder so. Und diese Cutscene habe ich auch schon so oft gesehen. Ich finde sie mittlerweile nur noch langweilig, aber natürlich sieht sie cool aus, aber ja. Nachdem man die so oft gesehen hat, will man die einfach nur noch skippen. Weiß nicht, warum die das nicht gemacht haben, dass man diese hier skippen kann. Nicht skippen kann, wie auch immer. So. Und wir werden die ganze Zeit oben einsetzen. Okay, hat nicht geklappt. Verdammt. Wir müssen weg. Nein, nein. Ich hasse es. Warum muss das passieren? Wieso sagen, es tut mir leid, ne? Aber du bist gerade nicht wichtig. Du wirst eh sofort sterben. Du kannst nichts machen mit diesem Kampf. Agilität. Was soll denn das? Was? Was? Oh, ich kann das nicht glauben hier. Was ist denn das? Oh, ganz viel war das gerade. Oh, nice. Nein. Oh mein Gott, nein, bitte nicht. Okay, paralysiert. Und bam. Und Bisasam nochmal. Bam, bitte greif Bisasam an, nicht mich. Bitte Bisasam und nicht mich. Okay, nein. Angriff, Angriff. Verdammt, wie viel Leben hat der? Ich werde sterben, oder? Nein, 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 greif an!
Es verfehlt immer. Warum verfehlt es immer? Egal. Angriff. Es war ein Crit. Es war ein Crit. Es hat mehr als 100 Damage gemacht. Bitte stirb. Bitte. Nein! Ich werde ohnmächtig. Ja, ich auch hier. Verdammt. Ich meine, ich einen Stein. Habe ich keine Steine? Ach so. Irgendwie dachte ich gerade, ich hätte einen Stein. Was? Na! Warum immer sofort auf mich? Ach, hau ab. Okay, er ist paralysiert. Und zack, Elektroball. Okay, nice. Bam. Weiter geht's. Und bam. Er hat schon mehr als 100 Leben verloren. Mehr als 200 Leben verloren. Bam. Bam. Er kann fast nichts mehr machen. Zack. Nice. Oh nein, ist nicht mehr paralysiert. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Bisasam lebt aber noch. Bisasam sollte eigentlich eh zusammen machen, aber ich muss mich auch Pikachu kümmern, weil Pikachu ist ja am wichtigsten von allen. Zack. Nice. Nein, verdammt. Bitte greif aber nicht Pikachu wieder. Nicht Pikachu, okay? Okay, zack. Bam, paralysiert. Okay. Okay, komm schon, Bojo. Bitte, bitte. Elektroball. Das macht richtig viel Damage. Oh, yes, yes. Bitte, bitte. Es lebt noch. Es lebt noch, Leute. Komm schon, jetzt. Jetzt schon, wir es schaffen. Yes. Oh, es rennt weg, es rennt weg. Es ist bestimmt low, es ist bestimmt low. Bam, paralysieren. Und. Oh nein, es verfehlt. Warum muss es gerade jetzt verfehlen? Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, war das schwer. Oh mein Gott. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch lange nicht fertig. Warte, hör uns an. Wir wollen keine Probleme verursachen. Wir sind auf der Flucht vor unseren Verfolgern hier gelandet. Du musst wissen, dass dieser Berg nicht der einzige Ort ist, der leidet. Die Natur steht gerade überall Kopf. Momentan sind wir jedoch auf der Flucht, daher können wir nicht viel dagegen tun. Aber wir wollen den Pokémon, die unter den Naturkatastrophen leiden haben, helfen. Meint ihr das ehrlich? Es ist die Wahrheit, bitte glaub uns. Wenn du glaubst, ich würde lügen, sieh mir in die Augen. Gut. Ich vertraue darauf, dass ihr die Wahrheit sagt. Boah, ich habe mich jetzt vielleicht erschrocken. Ich hatte ganz weiche Knie. Ihr dürft passieren. Überquert den Feuerberg. Und ihr müsst mir etwas versprechen. Findet die Ursache für die Naturkatastrophen, die unsere Welt bedrohen. Und gebietet ihnen Einhalt, damit sie nicht länger Zerstörung und Leid sehen. In Ordnung, wir versprechen es. Allerdings werden wir das eben nicht sofort tun können, da... Was hast du schon gesagt? Wir machen es wirklich sofort und sofort. Wir werden zwar gerade verfolgt und können momentan nicht viel ausrichten, aber wir sind ein Retterteam. Und wir werden herausfinden, was diese Katastrophen auslöst. Das versprechen wir. So sei es. Ich nehme euch beim Wort. Ich vertraue darauf, dass ihr euer Versprechen haltet werdet. Die Mut, den ihr mir gegenüber gezeigt habt, vergesst ihn nicht. Gibt es noch was? Nein, ich wollte nicht cool. Ich wollte nur cool aussehen. Ich wollte nur gerade losfliegen. Muss das sein? Lebt wohl! Oh Gott, das war so schwer. Ich hatte vielleicht Angst, sage ich dir. Ich bin wirklich froh, dass Lavados uns verstanden hat. Das ist das Wichtigste. Und wir müssen jetzt nicht dran denken, dass wir alles verloren haben. Alle unsere Items, aber unser Geld nicht, zum Glück. Also gut, lassen wir den Feuerwerk hinter uns. Endlich. Doch was kommt nun auf uns zu? Dum, dum. Doch jetzt haben wir erstmal das hier geschafft. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Pokémon Mystery Dungeon, wir fliehen.